Hey Freunde, was geht ab und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wie ihr es wahrscheinlich an der Location sehen könnt, heute mal ein ganz anderes Video, denn die Location kennt ihr so eigentlich gar nicht. Aber bevor das Video richtig startet, ganz kurz eine Sache. Und zwar sehe ich immer, dass wirklich extrem viele meine Videos schauen, aber 75% davon nicht Abonnent dieses Channels sind. Ändert das auf jeden Fall. Scrollt einfach runter und drückt auf Abonnieren, um mich zu unterstützen. Jetzt auf jeden Fall genug Eigenwerbung gemacht und wir starten mit dem eigentlichen Video. Heute in dem Video zeige ich euch mein Zimmer und mein zweites Zimmer, wo ich quasi die Post für das Stilplug mache, wo ich lerne, wo ich Pakete verpacke und so weiter. Das Zimmer werdet ihr auch später sehen. Wo unter anderem auch so ein kleines Heimkino drin ist. Das ist wirklich sehr nice. Das zeige ich euch auf jeden Fall später. Jetzt erstmal mein Hauptzimmer. Man kommt von hier rein und sieht schon, dass hier meine kompletten Jacken hängen. Die Stange war damals eigentlich dazu gedacht, dass ich Klimmzüge mache. Dazu ist es aber irgendwie nie gekommen, beziehungsweise habe ich es eine Woche durchgezogen. Danach habe ich gesehen, okay, ich kann ja hier meine Jacken aufhängen. Dann habe ich das gemacht. Das heißt, ich habe wirklich sehr, sehr viele Pufferjacken hier, wie ihr sehen könnt. Hier noch die Pufferweste von Lowlights. Hier hinten dann ein paar Collegejacken. Ich kann euch mal meine Lieblings-College-Jacke zeigen, und zwar wäre das die von Madison, die ich wirklich extrem gerne trage. Jetzt vor allen Dingen wieder, wenn es Frühling ist, wird die auf jeden Fall ausgepackt. Die hier im Herbst oder Frühling ist wirklich sehr, sehr crazy, weil ich den Braunton wirklich sehr mag. Dort waren die Jacken. Wenn man dann weiter nach rechts geht, kommt uns direkt ein fetter Spiegel entgegen. Ein Spiegel ist wirklich essentiell wichtig, um wirklich jeden Tag abzuchecken. Okay, sehe ich fresh aus, passt mein Outfit. Denke ich mal, kennt jeder von euch. Hier der Spiegel ist wirklich extrem nice. Kostet 80 Euro von Ikea. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Vor allen Dingen hat er einen extrem dünnen Rand. Das feiere ich echt extrem. Und vor allen Dingen ist der Spiegel halt, keine Ahnung, 2 Meter groß oder so. Auf jeden Fall übelst fett. Den Spiegel werdet ihr später auch nochmal in einem anderen Zimmer sehen. Dann habe ich hier extrem viele Schuhe in so Schuhboxen drin. Aber ich sage euch ehrlich, jetzt sind hier eher nur so Trash-Sneaker. Wie zum Beispiel dieser Alexander McQueen, der einfach, ich glaube mal im Profil sieht man das am besten, also der ist komplett totgerockt. Hier sind dann solche Schuhe drin, die ich jetzt gar nicht mehr trage, beziehungsweise einfach nur in meiner Sammlung sind, weil ich die sonst nicht verkaufen kann. Hier zum Beispiel auch der Schuh, mit dem alles angefangen hat. Der Ultra Boost Triple White, wirklich sehr nice, sowas dann noch in seiner Sammlung zu haben. Das heißt, hier ist jetzt nicht Heat am Start oder so. Hier drüber habe ich dann die Goya-Tasche hingetan, von meiner Goya-Bag quasi, wo die drin war. Dann sind hier noch einige Swooshes vom Travis Scott Air Force, die ich aber eigentlich auch nie wechsle. Und dahinter noch einige verschiedene Swooshes vom Air Force Swoosh Pack, den ich auch komplett totgerockt habe. Wenn man dann hier nach unten guckt, sieht man, dass ich einen Staubsaugroboter habe. Ich weiß es nicht, fragt mich nicht warum. Für 20 Quadratmeter habe ich mir hier einen Staubsaugroboter geholt. Ich sage euch ehrlich, komplett unnötig, weil ihr werdet gleich sehen, es gibt hier nicht viel zu saugen. So, es ist jetzt nicht hier geisteskrank großes Zimmer. Ich habe ja eben schon gesagt, 20 Quadratmeter. Und dafür extra einen Staubsaugroboter zu holen, war auf jeden Fall nicht die klügste Entscheidung. Dann geht es quasi von hier weiter zu dem größten Teil in meinem Zimmer. Und zwar meiner Kleiderstange und darüber meine Schuhe. Es nimmt wirklich den größten Platz in meinem Zimmer weg. Aber ich finde, es sieht einfach wirklich sehr, sehr ästhetisch aus. Ich finde es auch sehr nice, hier quasi immer zu stehen, extrem viel Platz zu haben und mir dann so die einzelnen Pieces rauszusuchen. Dazu dann extra den Schuh rauszusuchen. Das sind aber auch nicht alle Schuhe von mir. Die anderen seht ihr gleich auf jeden Fall. Worauf ich wirklich sehr achte, ist, dass erstens hier nach Farbe sortiert ist. Das heißt, ihr seht schon braun, schwarz, dann kommen auf jeden Fall hellere Töne. Dann fängt es wieder an bei den T-Shirts. Heißt erstmal wieder weiß und dann geht es so weiter bis zu schwarzen. Und das gleiche auch bei den Hoodies. Ich denke mal, davon werdet ihr Close-Ups sehen. Dann könnt ihr das besser sehen mit den ganzen Farben und so. Ich zeige euch mal Pieces, die ich aktuell wirklich sehr feiere. Zum Beispiel diese Lederhose von Devil Love Clothing. Wirklich die krasseste Hose, die ich habe. Ist auch mit die ausgefallenste Hose, die ich habe. Leider ist die aber sold out. Das heißt, ihr könnt jetzt hier nicht alles nachkaufen, was hier an der Kleiderstange hängt. Auch zum Beispiel diese Carhartt Cargo ist einfach wirklich legendär. Kennen, denke ich mal, auch sehr viele von Jan, der die auch extrem feiert. Ein sehr, sehr nices Piece. Falls ihr mal Bock habt, dass ich euch hier wirklich alle Pieces zeige, auch alle T-Shirts und so weiter zeige, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann mache ich ein Kleiderschrank-Tour-Video, wo ich euch wirklich alles zeige, alles detailliert zeige, damit ihr das einmal gesehen habt. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, aber das müsst ihr dann entscheiden. Und ihr seht auch hier bei den Schuhen wirklich alles nach Farbe sortiert. Ich sag euch aber ehrlich, die Schuhe bis hierhin, also die ganzen linken Schuhe, trage ich nicht mehr so oft. Die Hauptvier Schuhe, die ich trage, wären die vier. Sonst, keine Ahnung, sind hier noch so Latschen, aber ich denke mal, das ist jetzt eh die falsche Zeit, um Latschen zu tragen, da es ja aktuell Winter ist.
Dann geht es auch direkt weiter. Und zwar sieht man schon, da hinten gibt es wirklich extrem viele Kartons von den ganzen Sneakern, die ihr eben gesehen habt. Ich verstau die einfach hier im Zimmer. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn die ganzen Kartons da stehen. Sind wirklich einige an der Zahl, aber naja, lässt sich einfach nicht vermeiden. Dann kann man schon sehen, mein extrem fettes Bett, also ist jetzt auch nicht 2x2 Meter. Es ist 1,40 Meter x 2 Meter, dann habe ich hier noch so eine Kuscheldecke, wirklich extrem wichtig im Winter. Mehr zum Bett gibt es eigentlich nicht zu sagen. Denk ich mal, hat auch jeder von euch, und zwar so ein Nachttisch. Dort ist jetzt hier mein iPad für die Uni und mein Laptop zum Videoschneiden. Sonst stehen hier meistens immer so, keine Ahnung, Getränke, Nasenspray, wenn ich krank bin oder so. Und dann seht ihr schon, es geht weiter mit den Schuhen. Dann habe ich quasi das, was auf der anderen Seite war, hier nochmal. Hier habe ich aber eher so Basic-Sneaker, das heißt komplett schwarz oder halt weiße Sneaker. Ihr seht schon sehr viele Vierer. Dann habe ich zwei Air Force. Ein Nike Dunk, ich muss die Schuhe echt mal sauber machen, also ist wirklich sehr ehrenlos, und ein Blazer. Ich sag euch ganz ehrlich, von dieser Reihe trage ich eigentlich jeden Sneaker sehr, sehr oft, außer halt den Blazer trage ich jetzt nicht so oft. Darüber sehen wir dann ein Bild von Travis, was by the way meine erste Koop war. Ich weiß noch ganz genau, damals habe ich für die Koop keinen Cent bekommen und das hat glaube ich auch nur Wert von 5 Euro oder so. Aber trotzdem habe ich das in meinem Zimmer aufgehangen und ich habe es auch irgendwie nie wieder weggehangen. Ich glaube, das war 2019 oder 2020 und da habe ich mich wirklich so gefreut, als das ankam. Deshalb werde ich das hier, denke ich mal, auch niemals weghängen. Dann habe ich hier zwei Schränke, wie ihr sehen könnt, auch beide von Ikea, wo wirklich nochmal extrem viel Kleidung drin verstaut ist. Zum Beispiel hier drin sind nochmal extrem viele Basics, alle von Gilden. Dann hier drin ist Unterwäsche, hier drin sind Klamotten, hier drin sind Sportklamotten. Solche hier sind dann auch wieder normale Klamotten, das heißt kurze Hosen, Jogginghosen, T-Shirts. Und dann habe ich auf den beiden Kommoden hier die Sachen, die ich daily benutze. Sonnenbrillen, meine Goya-Bag, mein Goya-Cardholder, einige Ketten, mein Schlüssel, mein Lieblingsduft von Louis. Und dann auch Sachen wie zum Beispiel eine Mütze, eine Fusselrolle, wirklich sehr, sehr wichtig. Kann ich nur jedem empfehlen. Mehrere Caps, paar Masken und halt mein Handy, was hier auch immer drauf liegt. Das war es eigentlich mit meinem Zimmer. Das war quasi alles, was ich euch zeigen wollte. Hier gibt es auch nicht mehr zu zeigen. Ich bin wirklich extrem froh, so ein Zimmer zu haben. Und an die Leute, die sich jetzt fragen, Digga, wo ist dein Schreibtisch, bla bla bla, das kommt alles im zweiten Zimmer. Aber ich sag euch ehrlich, ich finde den Vibe in meinem Zimmer wirklich sehr nice. Das heißt, ich stehe morgens auf, hier dreht sich ja quasi eigentlich nur alles um Kleidung. Und dann überlege ich mir, okay, was ziehe ich heute an, welcher Schuh passt zu dem Outfit. Ist auch wirklich sehr nice, um neue Outfits zusammenzustellen, weil man hier echt extrem viel Raum hat. Und ist eigentlich quasi wie ein riesiger Kleiderschrank ist mein Zimmer. Aber ich würde sagen, ich zeige euch jetzt das zweite Zimmer. Deshalb gibt es jetzt einen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich in dem zweiten Zimmer bin. So Freunde, jetzt werden wir bei dem Raum angekommen, den denke ich mal einige von euch von den Videos von mir kennen. Und zwar kommt man quasi hier einfach nur rein und dann habe ich ja eben schon gesagt, sieht man wieder den gleichen Spiegel, beziehungsweise wird man den nochmal in einem anderen Raum sehen. Einfach der niceste Spiegel, den es gibt, eben schon erwähnt, 80 Euro, macht ihr nichts mit falsch. Dann habe ich hier einen Sessel, dass ich quasi, wenn ich YouTube-Videos drehe, meine Sachen ganz entspannt anziehen kann. Auch gucken kann, wie der fit ist zum Beispiel und hier auch Schuhe anziehen kann und sowas. Dann check ich das direkt am Spiegel ab, ob es halt nice aussieht oder nicht. Hier die Kleiderstange, denke ich mal, kennen auch die meisten aus meinen YouTube-Videos, wo ich immer den Stuff aufhänge, über den ich gerade rede. Heute hängt hier mal eine Jeans, weil das gerade ein Custom-Auftrag ist, den ich noch abarbeite. Das heißt, wenn keine Videos sind, hängt hier mal random Stuff so, der einfach nur Platz wegnimmt. Dann hätten wir hier meine beiden Softboxen und mein Stativ, was ich immer genau hier quasi aufstelle. Ich drehe ja immer von hier nach da. Das heißt, hier werden die beiden Softboxen aufgestellt, das Stativ aufgestellt. Und dann seht ihr schon eine ganz große weiße Wand. Also die ist wirklich extrem glatt. Dazu kommen wir später, aber dann werde ich euch ein paar Aufnahmen vom Beamer zeigen. Das ist das, was ich meinte mit dem Heimkino. Nur damit ihr euch vorstellen könnt, wie groß die Fläche wirklich ist. Die geht von hier bis hier hinten. Das heißt, es ist schon wirklich extrem groß. Was ich wirklich sehr nice finde, ist, dass bei meinen ganzen Boxen man keine Kabel sieht. Ihr könnt das, denke ich mal, jetzt nicht auf der Kamera sehen, aber das hier ist in der Wand drin verbaut. Finde ich wirklich sehr nice. Wenn wir dann hier weitergehen, haben wir einige Pakete. Denn meistens muss ich Pakete für das Steel Plug verpacken und das mache ich dann auch quasi hier, wo ich wirklich extrem viel Raum habe, extrem viel Fläche habe, um Sachen zu machen. Dann hätten wir hier einen Monitor und ein Headset. Falls ich mal FIFA zocke, sage ich euch ganz ehrlich, kommt jetzt nicht mehr so oft vor, bin ich euch ehrlich, aber falls mal vorkommt, habe ich hier auf jeden Fall einen Monitor stehen. Dann steht hier eigentlich immer irgendwie so ein
Fußball, mit dem ich da ein bisschen zocke. Dann hätten wir hier als nächstes meinen Schreibtisch, wo ich unter anderem Sachen für die Uni mache, aber auch Customs mache. Das heißt, hier sieht man zum Beispiel, der Schreibtisch hat extreme Abnutzungen. Naja, lässt sich nicht vermeiden. Hier habe ich dann so Stuff, wie zum Beispiel Farbe oder Messer oder so, die ich halt für Customs brauche. Immer alles griffbereit. Also ihr seht wahrscheinlich schon, ich bin extrem minimalistisch. Hier ist auch nicht viel drin. Dann könnt ihr hier zum Beispiel eine Ablage sehen, wo halt die wichtigsten Sachen sind. Meine Playstation, der Drucker, einige Kabel, ein HDMI-Verteiler und das war's eigentlich. Also Real Talk, in meinem Zimmer steht eigentlich nicht viel. Was ihr dann als nächstes sehen könnt, wäre diese Couch hier. Davor habe ich zwei Tische von Ikea. Darauf liegen dann immer quasi Fernbedienungen, Akkus von der Kamera und so weiter. Und dann könnt ihr schon den Beamer sehen, den wir gleich anmachen werden und wovon ihr dann gleich einige Aufnahmen bekommen werdet. Was gibt es dann hier noch zu zeigen? Meine Shisha hinten, no joke, seitdem ich hier Videos drehe oder so, rauche ich hier gar keine Shisha mehr. Ich rauche generell, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann ich meinen letzten Kopf geraucht habe, vor mehr als 6 Monaten. Also deshalb wird die auch gar nicht mehr genutzt. Jetzt kann ich euch auch mal zeigen, was mich hier in dem Raum stört. Und zwar finde ich es wirklich sehr abfuck, dass das hier schwarz ist, das hier weiß ist und das hier in diesem Holz-Colorway ist, weil ich hätte das am liebsten gerne alles schwarz. Ich bin euch auch ganz ehrlich, ich werde das alles schwarz machen. Dann sieht das Ganze noch ästhetischer aus. Nicht wundern, warum dort eine rote Decke hängt. Die ist dann quasi für den Beamer, damit das Bild noch besser ist und es noch weniger Licht hier drin gibt. Aber ich würde sagen, ich kann euch das ja auch mal direkt so zeigen mit Licht an. Weil ich eine indirekte Beleuchtung habe. Ich weiß nicht, ob man das eben schon gesehen hat. Aber es wurden quasi LEDs da drin verbaut. Es war auch wirklich sehr aufwendig, weil die ganze Decke musste runtergezogen werden. Generell die Beleuchtung in dem Zimmer ist wirklich sehr nice. Wenn ihr das Licht hier oben seht, finde ich das wirklich sehr geil. Das kommt alles immer frontal von oben. Und diese ganze Beleuchtung mit diesen LEDs sieht nochmal um Welten krass aus, falls der Beamer an ist. Deshalb bekommt ihr jetzt einige Aufnahmen davon. Das war's mit dem YouTube-Video, Freunde. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und vor allen Dingen, falls ihr diese Kleiderschrank-Roomtour sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und das Wichtigste von allen, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, falls ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt. Mehr gibt's eigentlich nichts zu sagen, deshalb Peace.